Gerade in einer Zeit der Bewegungsarmut ist jeder Sport ein wichtiger Beitrag zur Volksgesundheit. Die Stadt Bruck an der Mur trägt neben allen Freizeitmöglichkeiten mit der Air- und Einrichtung und der größten Tennisanlage einen wesentlichen Anteil zum Begriff Wohlfühlstadt bei. Und darüber hinaus hat sich die Idee, eine solche Anlage zu errichten, gelohnt. Mittlerweile ist das Tenniscenter zu einer ganzjährigen Sportanlage geworden. Die Tennishalle ist auch regional und international ausgerichtet. Tennissport war einst ein reiner Freizeitsport im Freien. Mittlerweile hat man die Möglichkeit, da und dort, überall, auch während der Wintermonate, Tennis zu spielen. Tennis, der ideale Sport für die Bewegung. Ja, genau so ist es. Also Tennis kann man inzwischen wirklich das ganze Jahr über spielen. Wir haben auf unserer Anlage, also die Halle ist das ganze Jahr geöffnet. Wir haben genau 4 Tage im Jahr, wo wir nicht offen sind, zu Weihnachten und zu Silvester. Ansonsten kann man wirklich den ganzen Tag von früh bis am Abend spielen. Welche Erfahrungen haben Sie denn gemacht bisher? Nimmt das Interesse am Tennissport wieder zu? In den letzten Jahren ist es auf jeden Fall deutlich wieder angestiegen. Also wir haben mit Sicherheit einen Boom durch den Dominik Thiem wieder im Tennis in ganz Österreich, glaube ich. Und vor allem bei uns jetzt auch durch das Leistungszentrum und da wir sehr aktiv mit der Jugend zusammenarbeiten, ist mit Sicherheit wieder ein deutlicher Anstieg. Kommen wir mal zum Leistungszentrum, ein wesentlicher Punkt im Geschehen des Sports in der Obersteiermark, in der Hochsteiermark. Leistungszentrum, was beinhaltet dieses Zentrum? Also es ist so, wir fangen sehr jung bei den Kleinen, also im Kindergarten schon an, dass wir eigentlich dementsprechende Sichtungen machen, auch in den Volksschulen. Also die Kinder kommen sehr früh zu uns auf den Platz und wir haben dann eigentlich die Jüngsten von 4 bis 5 Jahre bis 15, 16 Jahre mittlerweile, die bei uns wirklich ein leistungsmäßiges Training genießen können, mit Konditionstraining, Tennisplatztraining, Turnierbetreuung und allem drum und dran. Also die Jugend ist sehr, sehr gut betreut bei uns. Und die jungen Leute, die sich dafür interessieren, woraus rekrutieren sich diese? Sind es mehr Mädchen oder mehr Burschen, die sich für diesen Tennissport interessieren? Es ist bei den Kleinen fast ausgeglichen. Es ist ein leichter Überhang bei den Burschen, man kann sagen 60-40 ungefähr. Aber es ist sehr wohl so, dass die Mädchen sehr, sehr gerne auch Tennis spielen. Was empfehlen Sie einem, der Tennisstar werden will, und was raten Sie ihm ab? So früh wie möglich anfangen, viel spielen, gar nicht nur mit Trainer, auch einfach selber sehr viel freispielen. Umso mehr die Zeit sie am Platz verbringen, umso besser ist es. Und wann kann man frühestens beginnen? Die Kleinsten bei uns sind jetzt 3 Jahre, also man kann mit 3 Jahren durchaus schon mit dem Tennisschläger auch spielen. Also die ganz geschickten Kinder sind mit 3, 4 Jahren in der Lage, dass man mit denen hin und her spielen kann. Ist Tennis ein leistbarer Sport? Auf jeden Fall. Es ist mittlerweile so, dass die Hallenkosten und die Trainerkosten auch leistbar sind. Es ist nicht gratis natürlich, aber es ist nicht so, dass es unerschwinglich ist. Und welche Fragen werden dann hauptsächlich gestellt, wenn man herkommt und sagt, ich möchte mich einschreiben lassen, möchte hier Tennisspieler werden? Die meisten Leute stellen sich es komplizierter vor, als es ist. Es ist im Endeffekt ganz einfach. Ich komme raus und sage, ich möchte Tennis spielen und damit ist es mehr oder weniger erledigt. Jeder ist willkommen und wer Trainerstunden haben möchte, braucht nur noch mir zu fragen und ansonsten kann man jederzeit Tennis spielen gehen. Eine imposante Halle, die man eigentlich sonst kaum wo findet, außer hier in Bruck an der Mur. Genau, die Halle haben wir vor 3 Jahren komplett neu renoviert. Also es ist wirklich ein Top-Standard von Licht über Heizung. Es ist alles tiptop gepflegt und die Halle selber ist wirklich in Top-Zustand. Und hat internationales Format. Die Halle ist überdurchschnittlich hoch, richtig, genau. Also es dürften sogar ATP-Turniere stattfinden hier. Ist etwas Seltenes in der Umgebung, aber wir genießen es natürlich, wenn wir so eine tolle Halle haben. Dann kann man sagen, auf den Tennisplatz, einst auf Sand. Jetzt auf Hartbelag. Ja, im Freien spielen wir noch immer auf Sand. In der Halle haben wir einen Teppichgranulatboden, wie er meistens üblich ist in Österreich. Wird beides sehr gut angenommen. Und diese Belege sozusagen, die sind ja international üblich. Man sieht ja selten Tennisplätze mit Sand. Ja, es kommt sehr auf die Region an. Österreich ist natürlich sehr, sehr sandlastig oder auch Südeuropa, in Amerika oder in vielen anderen Ländern wird Hartplatz gespielt, großteils. Also 2/3 der Plätze auf der Welt sind auf Hartplatz. Aber die Plätze bei uns sind in sehr, sehr gutem Zustand. Also brauchen wir uns nicht zu verstecken. Wichtig ist natürlich vor allem die Begeisterung, die Freude am Sport.
Genauso ist es. Wer sich gern bewegt, wer gern Tennis spielt, der wird sich natürlich auch dementsprechend besser bewegen und mehr Einsatz zeigen. Wie bei jedem Sport, glaube ich, ist es einfach die Begeisterung und der Einsatz ist die Grundvoraussetzung. Und die Zukunft, wie sieht die aus? Sehr rosig. Die gesamte Infrastruktur hat das Tennisparadies von Bruck zu einem gesellschaftlichen Schwerpunkt für die Region gemacht.